herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir zu Gast in der Weinkirche. Frank Marth feiert heute hier wieder eine Party. Er ist ein Kasseler Szene-Gastronom, hatte bis vor kurzem jahrelang seine Kultkneipe, die Marth Bar. Und jetzt veranstaltet er einige Events im Jahr, worauf die Leute sich hier wirklich richtig freuen. Es ist schon mega viel los hier, eine super Partystimmung. Und wir schauen jetzt mal, was die Leute so besonders an Frank Marth Partys finden. Viel Spaß! Wir treten heute Abend durch Herrn Schneider und Herrn Putz und alle anderen Mitarbeiter, die mich unterstützt haben. Das macht es leichter. Ich wünsche euch einen geilen Abend, habt viel Spaß. Und der Uwe lässt jetzt krachen und wir gehen durch die Decke. Schön, dass ihr da seid. Kassel ist klasse. Dankeschön. Und hier haben wir gleich weitere Besucher von Frank Marth Partys. Sagt mal, wie fühlt ihr euch heute Abend hier? Wir sind noch nicht uns ganz im Klaren, wie es wird. Es ist noch sehr früh am Abend und ich glaube, 2 Stunden später ist hier der Bär los. Aber eins muss man natürlich dazu sagen, die Location ist einmalig. Ich kannte sie bisher nicht, aber ich bin begeistert von dem Weinkeller. Danke. Ja, die Location finde ich toll, aber ich glaube, wir sind zu früh. Und wart ihr denn schon mal auf einer Frank Marth Party? Ja. Häufig schon, ja. Ja. Wir sind alte Marth-Gänger. Was ist das Besondere an Frank Marth und an seinen Veranstaltungen? Er findet den guten Mix an eingeladenen Gästen, an Musik. Und er hat immer wieder neue Ideen. Und er ist ein Mann mit vielen Ideen und das schätze ich sehr an ihm. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Danke. So, jetzt haben wir hier den DJ Mr. Brown, Uwe Welsch von der Party. Sag mal, Uwe, wie erlebst du heute den Abend hier? Na ja, gut, er hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Aber ich gehe davon aus, dass es eine geile Party wird. Und wie wir alle wissen, Frank Marth hat ein Händchen dafür, interessante Locations auszusuchen. Und diese hier, diese Weinkirche, finde ich absolut fantastisch. Ist der einzige Raum übrigens im Rahmen des ARM-Projekts, wo ich noch nicht aufgelegt habe. Ich war in der Literbar und im Keller unten, im Tingeltangel oben. Und auch in dem kleinen Raum von der Weinkirche, heute zum ersten Mal hier. Und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass die Leute hier bereit sind für eine gute Party. Ansonsten sieht man dich einmal im Theaterstübchen bei der Last Penny Party, die ja mittlerweile schon Kult ist. Ja, und einige von denen sind ja auch hier, Gott sei Dank. Fühle ich mich also nicht ganz allein. Aber auch viele andere, die ich auch von vor 30 Jahren oder noch länger kenne, sind auch hier. Und ich versuche jeden von denen ein paar gute Songs zu spielen, damit wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Nach dem Motto Disco, Soul, Funk. Immer so jede Viertelstunde circa was anderes. So ist es geplant. Man wird sehen, wie es wird. Dann wollen wir dich jetzt gar nicht weiter bei der Arbeit stören und wünschen dir noch viel Erfolg und einen wunderschönen Abend. Danke, dir wünsche ich auch einen schönen Abend. Hallo, ihr beiden. Sagt mal, wie erlebt ihr immer Frank Marth Partys? Sehr gut, weil der Frank ist ein langjähriger, guter Freund von mir. Den kenne ich aus meiner Sturm- und Drangzeit. Und ich freue mich immer sehr, an seinen Partys teilzunehmen. Und was ist das Besondere an seinen Partys? Die Leute, die Location, alles. Und was sagst du? Also es ist eine wunderbare Atmosphäre. So aus lässig und gediegen, so eine Mischung, macht Spaß. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ja. Und einen weiteren Gast auf der Party. Sag mal, was findest du an Frank Marth Partys besonders? Die Frank Marth Party, da freue ich mich jedes Jahr, wenn die stattfindet, weil das ist die geilste Party, die es überhaupt gibt. Und man fiebert schon immer darauf hin, dass Frank Marth auf Facebook irgendwas postet, dass die Party stattfindet. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Es ist schön. Und sag mal, was unterscheidet eine Frank Marth Party von anderen Partys in Kassel?
dass hier der Bär steppt. Okay. Na, dann wünschen wir dir noch viel Freude dabei und einen schönen Abend. Ja, danke, ebenso. Danke. Tschüss. So, jetzt haben wir hier wieder zwei Gäste, einen Arzt und einen Sänger. Carsten, sag mal, wie findest du die Party heute von Frank Marth? Es ist wunderbar und ich freue mich, dass ich so viele alte Freunde wieder sehe, wie zum Beispiel meinen alten Kumpel, Professor Dr. Lischka. Wir haben ihn Andreas genannt. Ja. Und sag mal, wie erlebst du heute den Abend hier? Total cool. Ich finde die Location richtig klasse. Ich bin als Kasseläner das erste Mal hier drin. Schande. Aber geil. Echt geil. Aber auf einer Frank-Marth-Party warst du schon mal vorher? Nee, also ich war hier in dieser Location überhaupt noch nicht. Das erste Mal. Hm? Ja, dann wünschen wir dir viel Freude und eine tolle Entdeckungsreise. Danke, danke. Ja, Carsten, sag mal, wann sind denn eigentlich deine nächsten Auftritte? Wir spielen nächste Woche, übernächste Woche und überübernächste Woche. Also jetzt dreimal in Folge. Und wo? Nächste Woche, ich muss überlegen, in Warburg. Ja, auf einer Hochzeit. Danach in Bad Arolz in Berlinchen und danach auf dem Honky Tonk in Paderborn. Alles klar. Dann heute noch viel Spaß dir und ja, auch viel Erfolg bei deinen Konzerten. Jetzt haben wir einen prominenten Gast hier, Professor Dr. Noah. Sag mal, wie erlebst du heute den Abend hier? Na, ich bin ja gerade erst ran. Das ganze Styling hat ja stundenlang gedauert. Ja. Dieses alte Jackett, die ganzen Pailletten musste ich wienern und sauber machen. Sieht super aus. Ich danke, ich freue mich. Es wird sicherlich ein schöner Abend, nette Leute. Ich vermisse so ein bisschen, dass die Leute sich wie Disco und Soul und Funk angezogen haben. Aber ich glaube, sie haben irgendwas drunter, was sie dann zeigen werden. Also es wird ein schöner Abend. Danke Frank, danke Kassel. Kassel ist klasse. Richtig. Dann wünschen wir dir viel Spaß und noch einen schönen Abend. Wunderbar, vielen Dank, gleichfalls schönen Abend.